Das Label, das von Elvio Omerbegovic 2005 gegründet wurde, hatte bis heute Künstler wie Kollega, Genetik, Casper und die 257ers unter Vertrag. Hat etliche Nummer 1 Alben veröffentlicht, Gold- und Platin-Auszeichnungen en masse verdient und eine komplette Deutschrap-Ära geprägt. Heute, gute 15 Jahre nach der Gründung des Labels, stehen die 257ers und Karate Andy bei Selfmade unter Vertrag. Wir gucken uns das Label, seine Geschichte und die aktuellen Signings an. Ich bin Zino und this is Selfmade Records. Fangen wir ganz vorne an. 2004 gründeten Elvio Omerbegovic, der damals noch halb selbst als Rapper unter dem Pseudonym Slick One aktiv war, und Philipp Dammann, der schon 1998 unter dem Künstlernamen Flipster und als Teil des Duos Kreuzfeld und Jakob Musik machte, das neue Label Selfmade Records. Flipster zog sich allerdings noch im selben Jahr zurück und ging ein Medizinstudium nach. Elvio übernahm die Labelleitung alleine und nahm als ersten Künstler Favorite und kurz darauf Schimmel unter Vertrag. Als erstes Release wurde der Sampler Schwarzes Gold veröffentlicht, auf dem Fave und Schimmel jeweils mit einem Song vertreten waren. Der Rest der Songs kam von anderen Rappern aus dem Pott, um einerseits die neuen Acts und das neue Label und andererseits das Ruhrgebiet musikalisch zu präsentieren. Favorite war lange Zeit das Zugpferd des Labels. Insbesondere sein drittes Soloalbum Christoph Alex brachte Selfmade das erste Mal in die Top 10 der deutschen Albumcharts und war der erste richtig große Erfolg des Labels. Ich komm auf deine Hausparty mit nem Haufen Kohl. Komm rein, sage hi, geh dann auf das Klo. Keine 5 Minuten später hab ich Hausverbot. Hey, du bist da draußen ein Bier. Und ich schwöre, deine Schwester hat die Faust provoziert. Ich bin zwangsweise hier, du willst mich anzeigen. Ich kann niemand Schwanz sein, ich hab das für die Krankheit. Heute sind Faith und auch Schimmel musikalisch, wenn überhaupt, nur noch selten aktiv. 2005 wurde das neue Signing bekannt gegeben, das Deutschrap einige Jahre später gut auf den Kopf stellen sollte. Ein gewisser Kollege. Der Legende nach schickte Kolle Labelchef Elvio eine E-Mail mit seinem Demo und dem Satz "Sign mich oder fick dich" und hatte damit Erfolg. Sein heute legendäres Zuhälter-Tape Volume 1 Xmas Edition wurde kurz nach dem Signing veröffentlicht und ging quer durch die deutsche Hip-Hop-Landschaft. Der im Folgejahr veröffentlichte zweite Teil Boss der Bosse verstärkte diesen Effekt und machte Kollega zu einem der spannendsten Künstler in Deutschrap. Punchlines und Wortspiele auf so einem hohen Niveau und ein Zuhälter-Image gab es bis dahin noch nicht. Sein Debütalbum Alpha Gena aus 2007 brachte den Halbkanadier und damit auch ganz Selfmade als Label das erste Mal in die Charts. Wenn man frisch poliert, da gibt es nichts zu diskutieren. Während ihr zählt, hier zu resigniert, führe ich ein Übermenschensein wie ein Regen. 2 Jahre nach Gründung konnten Elvio, seine Künstler und das gesamte Team rund um Selfmade Records also die ersten richtigen Erfolge einfahren. Der erste Label-Sampler drehte sich rund um Faith, Kolle und Schimmel. Aber auch Elvio trat hier und da als Slick One auf. Favorite und Hollywood Hank kollaborierten auf Faves zweitem Soloalbum Anarcho und beschlossen danach, eine kompromisslose gemeinsame EP zu machen und verteilten Schläge für Hip-Hop. Hank hatte sich mit grenzüberschreitendem Battle-Rap einen Namen gemacht. Der Untergrund feierte sein Album Soziopath als Classic und seine Fans hofften auf einen Nachfolger. Ich bin sowas wie ein Rap-Roboter und Metal-Rapper auf der Bühne mit Elektroschockern, du wie Sonder Karneval, doch heißt, ich bin ein Latin-Lover. Deine Mutter kann man mieten wie Randy Pocher. Aus ungeklärten Gründen verschwand Hank von der Bildfläche und Selfmade startete eine erfolglose Suchaktion und sicherte sich im gleichen Zug die Rechte an Soziopath, um das Album in einer Neuauflage zu veröffentlichen. 2009 wurde Casper als neues Signing vorgestellt. Der gemeinsame Song Mittelfinger hoch von Kolle Faith und Neuling Casper entwickelte sich zum ersten größeren Hit von Selfmade Acts und wird bis heute noch auf Solo-Shows der Acts gespielt. Auf der Weiterführung des Chronik-Samplers standen Casper, Faith und Kolle im Fokus. Alle mit einem klaren Image. Favorite als Anarcho mit grenzwertigen Textpassagen, Koller als der Zuhälter und Casper als Bad-Rap-affin, aber trotzdem viel mit deepen Texten und Emo-Type-Songs. Noch ohne eigenes Release beendeten Selfmade und Casper die Zusammenarbeit. Rund um das Release von Chronik 2 brach ein Beef zwischen den Camp von Agro Berlin und Selfmade Records auf. Der Grund dafür war der Song Westdeutschlands Kings von Kollega und Favorite feat. Farid Bang, auf dem Flair, Kitty Cat und Sido angegriffen wurden. Der Streit zog sich noch lange durch die Karrieren aller Künstler, ist aber mittlerweile Vergangenheit. Teilweise haben die ehemaligen Kontrahenten sogar gemeinsame Songs veröffentlicht oder sind zumindest gemeinsam öffentlich in Erscheinung getreten. Westdeutschlands Kings hat im Nachhinein deswegen Geschichte geschrieben, weil es der erste Song war, auf dem Farid Bang und Kollega jemals gemeinsam zu hören waren. Also damit irgendwie die Grundlage für Jung Brutal Gutaussehen geschaffen. Der erste Teil der Trilogie erscheint Mitte 2009 bei Selfmade. Diese Kollabo ist bis heute eine der wichtigsten in ganz Deutschrap. JBG 2 sprengte alle bisher dagewesenen Rekorde und der dritte Teil endete im Endeffekt damit, dass der Echo abgesetzt wurde.
In den Jahren zwischen 2009 und 2012 veröffentlichten Selfmade, Zugpferde, Faith und College jeweils ein Album. Schimmel kam für kurze Zeit gemeinsam mit Montana Max für ein Collabo-Album zurück und College startete zusätzlich zu seiner Zuhälter-Tape auch die Hood-Tape-Reihe. Ende 2011 wurden Genetik gesigned. Genetik hatten kurz vorher szenemäßig mit Fötus für Aufsehen gesorgt. Zwei maskierte Künstler, Rapper Caruso und Produzent Sick, inszenierten sich optisch als Horrorclowns und machten auf ihrer ersten Single über Selfmade, König der Lügner, klar, dass man ihnen nichts, aber auch wirklich gar nichts glauben kann und legten damit den Grundstein für ihr wandelbares Image. Ich bin der Kaiser von China, Versteiger bei eBay dieses Video von mir und Gina Risa. Der König der Lügner, Baron Münchhausen. Erste Woche, wir verkaufen 500.000. Ich höre bei meiner Mutter, jedes Wort ist wahr. Ich mache jede meiner Groupies zur Promostar. Ich war mal Doktor. Traten sie bei dem ersten Tape Voodoo-Zirkus noch als Clowns auf, wurden sie bei DNA zu den Neckbreaker-Aliens und die geschminkten Gesichter wichen echten Masken. DNA schlug ein wie eine Bombe und wurde zu dem ersten kommerziellen Erfolg für Caruso und Sid und brachte ihnen später auch die erste Goldene ein. Bei ihrem nächsten Release, Achter Tag, setzte das musikalische Duo, das sich mittlerweile um ein paar Member, die sich aber auch um andere künstlerische Belange rund um Genetik kümmerten, auf Inspiration aus dem asiatischen Raum. Bei ihrem letzten Album über Selfmade mit dem Titel Fuck Genetik mimten die Aliens Cowboys und Indianer. Ihr seht, Genetik ist wandelbar und hat schon vor Jahren mit König der Lügner angekündigt, dass sie immer was anderes machen werden. Übrigens habe ich eine der ersten This Is-Folgen zu Genetik gemacht. Hier findet ihr noch mehr Infos zu den Aliens aus dem Saarland. Kurz nach Genetik wurden die 257ers als neues Signing vorgestellt. Die Dreiergruppe, bestehend aus Mike Keule und Schniesen, fuhren und fahren bis heute einen anderen Style als der Rest von Selfmade. Vor dem Selfmade-Debüt HRNSIN veröffentlichte das Trio aus Essen-Kupferdreh zwei Alben und eine EP. Auf diesen Releases arbeiten die Jungs schon hier und da mit Favorite zusammen und waren deswegen schon vor dem Signing immer mal wieder im Selfmade-Umfeld zu sehen. Übrigens wurden die beiden Pre-Selfmade-Alben Hokus Pokus und Sven auch nach dem Signing nochmal neu über Selfmade released. Bis heute lieferten die Mutanten zwei Nummer 1 Alben und haben mit Holz und Holland zwei brutale Platin-Ohrwürmer. Ihr letztes Album erschien Ende 2020. Gemeinsam mit Karate Andy sind die 257ers eins von zwei aktuellen Signings bei Selfmade. 2014 wurde aus dem Nichts Karate Andy gesigned und auf einmal waren alle Augen auf ihn gerichtet. Andy hatte sich vorher in der Battle-Rap-Bubble bei Rap am Mittwoch einen Namen gemacht und mit seinem ersten Album Pilsator Platin einen kleinen Untergrundhype gestartet. Asozial, besoffen, pointiert. Selfmade war zu der Zeit unangefochten das Label Nummer 1. Mit dem Release von JBG 2 Anfang 2013 hatte man das erste Nummer 1 Album und die erste Goldene in der Tasche und der Erfolg war nicht aufzuhalten. Jedes Album aus dem Hause Selfmade, egal ob von Genetik, Kolle, den 257ers oder Favorite, chartete aus der Kalten auf Platz 1. Das Selfmade-Logo auf der CD war quasi die Garantie für ein Nummer 1 Album. Karate Andy als Newcomer zu sein war also ein klares Signal und steigerte dick seinen Marktwert. Sein Selfmade-Debüt Turbo stieg auf Platz 2 ein. Eine ganz lange Zeit hörte man nichts von ihm. Letztes Jahr erschien sein Nachfolger A$AP Cotti. Ab auf die Piste, achtmal geblitzt, doch ich kack auf den Richter, die Hasskappe sitzt. Polizeikontrolle, im Rucksack noch Speedreste, pass ins Profil wegen Fuchsschwanz und Jeanswest. Bring deine Tochter, ich mach ihr ein Kind, ich vermofe und die Probebremse flattert im Wind. Flattert im Wind, flattert im Wind. Vermofe und die Probebremse flattert im Wind. Selfmade Records hat wirklich einige Künstler auf die Landkarte gebracht, die Deutschrap nachhaltig geprägt haben und war viele Jahre absolut das Label Nummer 1 und auch heute haben sie mit Karate Andy und den 257ers noch zwei Acts auf ihrem Label. Selfmade-Gründer Elvier ist übrigens auch Gründer von Division und Manager von RIN. Schreibt in die Kommentare, wen ihr euch als nächstes bei This Is wünscht und vergesst nicht, die Alles Gold Playlist auf Spotify zu abonnieren.